Gut. Wo ist denn der kleine Mar? Da. Ja, dass ich natürlich da wieder dem auf den Leim gegangen bin. Ach, das ist traurig. Musste ich halt eben nochmal 100 Elix mehr abgeben. Ja, es war ein Versuch was wert. Und nennt man das nicht eigentlich auch? Jetzt sagt der Ziege, dass sie mit den Splittern rüberkommen soll. Zügle deine Zunge. Sein Verhalten schickt sich nicht. Dann bezahlt die verdammte Rechnung. Schlechter Zeitpunkt. Es gibt keine Rechnung, nur dein Angebot. Und das lehnen wir ab. Ach, wirklich? Ihr braucht Metall? Wir haben Metall. Woher wisst ihr überhaupt von unserem Engpass? Berufsgeheimnis. Und jetzt lass sehen. Nein, sagt deinem Auftraggeber, wir sind nicht interessiert. Noch einmal wird euch der Boss nicht so ein Angebot unterbreiten. Na, da bin ich aber froh. Zeig unseren Gästen den Ausgang. Ich möchte sicherstellen, dass sie ihn nicht verfehlen. Auf die Gesellschaft verzichten wir. Gute Nacht. Arschlöcher. Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Tschüssi. Ich kann gerade nicht. Lass mich. Okay. Ich kann gerade nicht. Okay. Hier will gerade keiner mit mir reden. Ich kann's nicht verübeln. Hier drüben. Ja, doch. Ich hab dich schon gesehen, du alte Puderplunze. Und? Konntest du den Klerikern eine Beteiligung am Anschlag nachweisen? Nein. Wie es aussieht, hat Skibor nur ihr Metall gestohlen. Dann hat er nicht nur uns, sondern auch sie getäuscht? Ja, die Kleriker bringen uns nicht weiter. Was hast du herausgefunden? Nicht viel. Zumindest dachte ich das. Aber dank deiner Informationen könnte es anders aussehen. Ist dir dort drinnen ein Outlaw-Händler begegnet? Kann schon sein. Warum fragst du? Anders als du habe ich keinen sicheren Weg hineingefunden. Hier draußen konnte ich aber beobachten, wie sich zwei Outlaws der Burg genähert haben. Was uninteressant klingt, könnte durchaus etwas mit unserem Fall zu tun haben. Ich komme darauf, weil sie geschickt wurden, um den Klerikern Metall zu verkaufen. Und wo siehst du einen Zusammenhang? Ich stelle mir das so vor. Skibor nutzt seine Position aus und stiehlt das Metall. Er geht zu den Outlaws und lässt sich die Bombe anfertigen. Was von dem Metall übrig blieb, wollten sie den Klerikern wieder andrehen. Nicht gerade subtil, aber durchaus gerissen. Also sind die Outlaws unser nächstes Ziel? Exakt. Schließlich wissen wir noch nicht, wie es Skibor gelungen ist, die Bombe zu schmuggeln, von seiner Motivation ganz zu schweigen. Aber ich bin mir sicher, im Krater finden wir die Antworten. Wenn du hier noch was zu erledigen hast, tu das. Wenn nicht, brechen wir auf. Ich habe ja noch was zu erledigen. Ich will ja noch hier eine Säuberungsaktion machen. Ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, wo das war. Irgendwo hier, ne? Jo, da oben. Ich bin nicht von hier gekommen. Ich bin von hier gekommen.
Irgendwann habe ich das Gefühl, ich bin verkehrt. Ja, bin ich wohl. Genau, und jetzt hier. So, die mache ich jetzt hier drin einen Kopf kürzer, wenn es klappt. Kämpfe dulde ich hier nicht. Oh, dann war. Aber Giftklinge, Giftklinge, Giftklinge. Dafür, dass es nur Herumtreiber sind, da sind die gut ausgerüstet. Oh, Eisenerz. Hab ich ja komplett übersehen. War nicht gerade hier was angezeigt worden? Ne, das war die Bank. Zeig ich's. Okay. Schlechter Schwert. Wo hast du die hingetreten? Klar sein müssen, ist der stärker als die anderen. Ja, das verfolgt ja richtig. Richtiger kleiner Stalker. Oh klar, sie kam angeraten. Klatsch!
Das macht man aber auch nicht mit einer netten Dame. Tschüss, Boss. Das geht ja mal jetzt gerade gar nicht. Oh je. Alles okay soweit? Statusbericht. Nichts Nennenswertes zu berichten. Ich weiß, du meinst es gut, doch solltest du darauf achten, dass deine eigenen Belange dabei nicht zu kurz kommen. Fühlst du dich bereit für die nächste Runde? Der hat ja wirklich immer zugetreten oder so und da volle Bude die alte in die Ecke geklatscht. Das macht man ja nicht so. Das ist ja absolut nicht nett. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wo die abgelegt werden, diese Giftschadenwaffen. Und da sitze. Da wird ein Händler angegriffen. Interessiert mich aber jetzt gerade absolut nicht. Ich habe nur gerade geguckt wegen den Fernkampfwaffen, ob ich da irgendwie was Neues benutzen kann. Von das? Verfluchte Made! Schon ist er nicht mehr so stark. Trank des Gauners. Alles in Ordnung? Natürlich auch Klopapier. Ich glaube, sie hat leichte Schmerzen. Der Herumtreiber ist auch hinüber. Dann kriege ich nämlich das ganze Geld wieder zurück. Plus Zinsen. Aua. Boah, fast. Sie ist im Ballerina tot gestorben. Nee, ja.
1. Egal, was jetzt hier rumsteht, das ist sowieso jetzt alles meins. Ich habe ja wirklich am Anfang gedacht, hier ist wirklich eine neue Fraktion, ne? Aber nö. 1234, den müssen wir uns merken. Wir sind so klug. K-L-U-K. So bescheuert. Erst haben wir nachts die Kleriker-Idioten in ihrem Außenposten beklaut. Und dann haben wir alles in den Tresor in der Nähe vom anderen Ausgang gesteckt. So mussten wir nicht alles durch den ganzen Tunnel schleppen. 1234, 1234. Wir sind K-L-U-K. So eine Scheiße. Oder so ein Mist. Entschuldigung. Entschuldigung für das harte Wort. Stoffbatterie. Kartenfragment wäre noch interessant gewesen. Würde hier eins rumliegen. So, hier haben wir schon. So, und ansonsten war hier keine mehr hier. Die andere haben wir schon umgehauen, oder? Ja. Scheint so. Wieder erstmal hier. Junge Geschäfte. Skianiden-Zellhaufen. Da muss ich auch noch suchen. Wissen ist Macht. Die muss ich auch noch besorgen. Damit ich meine Krankheit ein bisschen bearbeiten kann. Oh. Deswegen habe ich vorhin so blöde geguckt, wegen dem blauen Nebeldunst hier. Ich habe ja schon beinahe gedacht, hier so eine Anomalie unterwegs wie hier in Metro. Aber das wäre zu krass gewesen. Klebeband. Ja, ich weiß, man kann auch hier Licht anmachen in solchen dunklen Ecken und so weiter und so fort. Oh, ich habe jetzt gerade keine Ahnung wie. Da. 1234. Geht doch. Na, da haben die ja richtig viel hier reingehauen. Ich habe jetzt gedacht, sonst was ist hier drin. Gut. Dann gucken wir uns erstmal an, was wir so alles an Elex in solchen Taschen jetzt so gerade bei uns oben schleppen. Ja, interessant. Geht doch. Gar nicht so viel wie gedacht. Denn? Geldkassetten würde ich gerne mal öffnen und alles drum und dran. So. Jetzt wieder ab zurück in die Burg und dann reden wir nochmal mit dem Typ X da. Moin! Wieder dieser blaue Dunstnebel. Das ist wirklich das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Dieser blaue Dunstnebel.
wie gesagt, die Ausrüstung sieht schon ganz cool aus. Der Tunnel ist sicher. Die Banditen sind tot. Alle Achtung! Du hast gewaltig Mumm in den Knochen. Für so eine Leistung gebührt dir natürlich eine entsprechende Belohnung. Ich werde ihr Beutegut konfiszieren lassen. Es wäre verantwortungslos, das den Ratten zu überlassen. Warum habe ich den Eindruck, dass es dir mehr um die Ware als um die Banditen ging? Du weißt, in welcher Situation wir stecken. Mhm. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, sie zu verbessern, nutze ich sie. Außerdem hätte ich dir den Auftrag nicht schmackhaft gemacht, wenn ich gedacht hätte, du wirst damit nicht fertig. Du hast die Splitter, ich die Ware. Du siehst, es gibt nur Gewinner. Ordonnanz zu mir. Nicht besonders schlau. Was? Davon verstehe ich nichts. Davon verstehe ich nicht. Schnappt ihr ein paar kräftige Leute und dann räumt ihr die alte Tunnelanlage im Norden leer. Nahrung, Werkstoffe, was immer ihr findet. Auftrag verstanden? Jawohl. Dann schlechter ausführen. Zeitpunkt. Stapelt das Zeug in der Händlermesse. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Alles klar, Xardas. Ach ja. Ich weiß, dass es nicht war, aber... Ich glaube, ich bin gerade hier, ne? Und hier kriege ich einen plus einen Nahkampfschaden. Hm. 65 Stärke, das ist schon mal gut. Ich habe euch antreten lassen, da ihr den Ernst der Lage nicht zu begreifen scheint. Da draußen herrscht Krieg. Und mit jedem Tag wird's schlimmer. Sorgt auch für ausreichenden Schutz. Ich muss eigentlich auch mal wieder mit einem Händler reden. So. Ich bin bereit. Gut, ich synchronisiere die Koordinaten mit meinem Adjutor. Dann teleportieren wir uns hin. Oder hast du gedacht, wir laufen die ganze Strecke? Ja, wir laufen. Hätten wir uns den Weg zu den Klerikern dann nicht sparen können? Du meinst, weil ich die Koordinaten der Burg kannte? Nun ja, ich hatte gehofft, du würdest unterwegs das Weite suchen. Ich war mir sicher, dass du mein Kommando nicht akzeptierst. Wie man sich doch täuschen kann. Außerdem muss ich zugeben, dass sich deine Hilfe als äußerst nützlich erwiesen hat. Na, herzlichen Dank. Unsere Differenzen sind beigelegt. Kein Grund, nachtragend zu sein. Also, können wir? Wir können. So reißt es sich doch gleich angenehmer. Stellen wir den Krater auf den Kopf. Holen wir uns die Antworten. Wie gehen wir vor? Unsere Zielperson ist ein Outlaw namens Viper. Seinen Namen konnte ich heraushören, als ich die zwei Outlaws beschattet habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er derjenige, bei dem Skibor die Bombe beschafft hat. Ich nehme mir den Norden der Stadt vor, du den Süden. Einwände? Mit Viper, das wird ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, den habe ich ja über die Klinge springen lassen. Nein. Finden wir den Kerl.
Sprich aber nicht jeden x-beliebigen Niemand auf ihn an. Such dir gezielt die Personen raus, die viel Kontakt zu anderen haben. Fang am besten mit der Torwache an. Wenn du ihn vor mir zu fassen kriegst, nimm ihn in die Mangel. Ich habe keinen Zweifel, dass du das auch ohne mich schaffst. Bald klärt sich alles auf. Ich kann es fühlen. Hallo, Fremder. Ich habe alles, was du brauchst. Wirf mal einen Blick drauf. Deswegen bin ich dir gerade hinterhergerannt. Zeig mir deine Waren. Es ist mir ein Vergnügen. Na, was hast du denn so? Da wirst du gleich 6.000 für haben. Oh. Wie soll ich denn das ganze Geld irgendwann zusammenkriegen? Glück gehabt. Glück im Unglück. Okay, das kann ich auch gut gebrauchen. So, jetzt geht's los. Keine Ahnung, warum das manchmal so nach oben springt. Wir könnten sogar jetzt bald an eine gute Rüstung rankommen. Aber das werden wir in Zukunft sehen. Hier wird es gleich beim nächsten Mal weitergehen. Versprochen.